Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen und einem ganz besonderen Video. Neben mir sitzt die Doreen. Wir haben uns vor, was war denn, so 3 Monaten? Das ist ein bisschen länger. Ja, wir haben schon März, dann sind schon 4 Monate kennengelernt. Ich habe mir ja ein paar neue Turnierstiefel machen lassen. Die habe ich hier. Und auf der Suche nach einem guten Unternehmen dafür habe ich festgestellt, dass Doreen 5 Minuten entfernt von mir wohnt. Und da hat sich das natürlich angeboten, das bei ihr machen zu lassen. Und da ich ja auch große Füße und kurze Waden und schmale Waden habe, ist es auch gar nicht so einfach, die richtigen Maße zu finden. Und deswegen muss das eben auch eine Maßanfertigung sein. Und da ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin mit den Stiefeln, sitzen wir jetzt hier und machen einen zweiten Stiefel, nämlich fürs Training. Und ihr seht schon, es sieht so ein bisschen, ich sag mal, dressurmäßiger aus. Aber so ein geschnürter Stiefel ist einfach was sehr Schickes, wollte ich schon immer haben. Und damit kann man ja auch springen. So schlimm ist es ja nicht. Und wir werden euch jetzt mal ein bisschen zeigen, was es für Möglichkeiten gibt und was ich mir ausgesucht habe. Ihr habt hier vorne schon die Bücher gesehen. Und da gibt es ganz verschiedene Modelle, die man sich natürlich erstmal aussuchen kann. Ich drehe euch das hier einmal um. Wie viele Modelle gibt es denn? Also wir haben insgesamt verschiedene Modelle. Hier ist unser Modell Classico. Das ist eigentlich ein reiner Dressurstiefel. Der hat den Reißverschluss vorn innen liegen und hinten an der Wade ein Fischbein, das dafür sorgt, dass der Schaft schön gerade bleibt. Weiter geht es bei uns mit dem Modell Habanero. Der ist komplett geschnürt, hat den Reißverschluss, wenn gewünscht, vorn innen. Ansonsten fertigen wir den gern ganz ohne Reißverschluss. Weiter geht das mit dem Modell, nennen wir auch Habanero, hat den Reißverschluss vorn auf dem Schienbein drauf, ist eigentlich eher ein Polostiefel. Dann haben wir noch das Modell Deluxe, das ist eher ein Springmodell, der ist in der Fessel nicht eng anliegend geschnitten, hat den Reißverschluss hinten und bei diesem ist es so, dass man die Schnürung wirklich nur als Zierde nutzt und könnte diese auch andersrum einfädeln, dass es so aussieht wie bei Michelle ihren Stiefeln und dass diese dann verdeckt ist. Das wäre unser Modell Maidstone, ist wirklich für Personen gedacht mit einer sehr schmalen Fessel, auch beim großen Fuß kein Problem, da kann halt hier unten wirklich sehr schön eng gehalten werden. Dann haben wir nur noch als rein, eigentlich eher so Freizeitstiefel, das Modell Esfera, das auch an Reißverschluss hinten gesetzt und ist auch im Fesselbereich so ein bisschen weiter geschnitten, ein wirklich sehr bequemer Stiefel. Also die beliebtesten Modelle sind Modell Classico mit dem Reißverschluss vorn innen, der komplett geschnürte oder eben das Modell Maidstone mit der verdeckten Schnürung. Dann kommt man zum großen Problem, die Qual der Wahl. Ihr seht schon vor uns, es gibt extrem viele Möglichkeiten, viele Farben. Also ich könnte jetzt auch einen pinken Stiefel machen, wäre kein Problem, wäre machbar. Werde ich nicht machen, das kann ich schon mal verraten. Aber ihr könnt ja hier einmal einen Blick drauf werfen. Das sind ja so klassische Leder. Aber ich habe gelernt, man kann auch komplett aus solchen Sondersachen Stiefel machen. Genau, also ihr habt im Prinzip die Möglichkeit, komplett aus allen Ledern unserer Auswahl einen kompletten Stiefel zu fertigen. Es ist immer möglich, egal ob hartes oder weiches Leder. Es können nur bestimmte Details in Sonderledern sein. Man kann nur den Schaft in einem anderen Leder machen. Da ist wirklich jedes Detail bestimmbar. Man kann den Stiefel ganz schlicht lassen. Es sind so kleine Details, die auswählbar sind am Fußbereich. Ob das ganz glatt sein soll, wie bei diesem Stiefel mit so einem Akzentband, mit dem Musterband, wie es bei diesem ist. Und hier so eine Lacknaht, genau. Man könnte die ganze Zehenkappe in einem anderen Leder machen. Und so geht das dann halt weiter, dass man halt auch den Absatz wählen kann, ob der klassisch schwarz sein soll, wie bei diesem Stiefel hier, oder in der Holzoptik, dass der ganze Rahmen so hell gefasst und ein brauner Streifen in der Sohle drin. Die Details am Bogen sind auch frei wählbar, da haben wir ganz viele verschiedene Optionen. Man kann das ganz schlicht lassen aus einem Leder durchgängig. Hier wäre mal die Oberkante eingefasst in Lederfarbe. Mit Wildleder können wir leider nicht umnähen, daher nehmen wir dann halt den nächst dunkleren Ton. Hier wäre der Bereich mal ein bisschen breiter abgesetzt. Den könnte man zusätzlich oben auch nochmal einfassen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, als Abschluss oben so einen 1 cm breiten Streifen zu setzen. Auch der wäre zusätzlich nochmal einfassbar mit diesem Bereich. Oder gern auch wie hier. Hier haben wir den Bogen doppelt abgesetzt. Da ist eine Lackkante nochmal darunter gesetzt. Auch hier könnte noch ein 1 cm breiter Streifen unter diesem Tresorbogen angebracht werden. Bei dem Stiefel hier hätte man zum Beispiel mal noch
das Fischbeinelack, das ist eine Option, die man jetzt nicht so oft sieht, aber auch das wäre möglich. Und ich habe das bei mir so an einer etwas bronzefarbenen Farbe hier abgesetzt, so ja, Schlangenoptik oder wie soll man das bezeichnen? Genau, wir nennen das als Schlangenlederoptik. Wie gesagt, ganz wichtig, es ist keine echte Schlange, sondern wirklich nur die Optik dafür. Das betonen wir immer sehr dazu, ja, weil die Frage sehr oft vorkommt. Und das war im Prinzip das, war das Muster, was wir uns damals ausgesucht haben. Und so ist es dann halt an den Stiefel gekommen. Weil ich bin ja wirklich sehr klassisch unterwegs und mag das nicht so auffällig, aber es ist trotzdem was Besonderes, weil es eben so ganz leicht schimmert. Je nach den Lichtverhältnissen ändert sich das nochmal. Und ja, ist so klassisch schick, genau wie ich das mag. Es muss auch nicht immer Lack sein, wenn jemand nur Prägung mag. Wir haben jetzt hier die Lackleder zum Beispiel, die eben geprägt sind und mit Lack überzogen sind. Wenn man das jetzt nicht mag, gibt es auch eine Kroko-Prägung ohne Lack. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Als Muster haben wir es hier einmal in diesem Seahorse Old Used Look. Das ist sowieso unser beliebtestes Leder, auch als Glattleder. Und in all den Farben, die hier an diesem Bündel dran sind, wird es diese Prägung ebenso geben. Also geprägt in Lederfarbe ohne Lack. Ansonsten gibt es halt auch noch andere Musterleder, wenn man jetzt nicht so auf die Kroko-Sachen steht, mit Blumenprint hier zum Beispiel oder das mit den Punkten. Ganz beliebt sind auch diese Glitzerleder aktuell, gibt es in Braun, Schwarz und in Blau. Oder dann ganz verrückt neu die Leo-Prints. Das feste ich so ein bisschen an, als ob hier so ein paar Haare drauf sind, aber da ist es halt so ein bisschen im Wildleder abgesetzt. Und das ist halt auch wahrscheinlich für jeden Geschmack was dabei. Und es gibt wirklich verrückte Kreationen. Ich habe gerade gefragt, ob es schon mal jemand gemacht hat, dass er einen pinken Stiefel gemacht hat. Gibt's alles, es ist alles möglich. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also wir probieren jetzt mal einen komplett geschnürten Stiefel anzuziehen. Ich empfehle immer, das Bein schräg hochzustellen, dass man auf dem Ballen steht und nicht auf der Ferse. Dann ziehen wir hier unten einmal richtig fest zu und dann nehmen wir einen Schnürsenkel. Dann nehmen wir einen Schnürsenkel und schnüren jeden zweiten hoch. Mit ein bisschen Übung geht das wirklich sehr schnell. Man kann zwischendurch noch ein bisschen fester nachziehen, wenn man jetzt merkt, dass es nicht ausreicht vom Druck. Ansonsten ist man da wirklich relativ schnell oben. Und dann klettert man mit dem zweiten Schnürsenkel einfach hinterher. Und so sieht man, dass eigentlich ein Reißverschluss gar nicht wirklich nötig ist, sondern dass mit ein bisschen Übung wirklich sehr schnell geht. Reißt man einen Schnürsenkel, macht man einfach einen Knoten rein und kann direkt weiterreiten. Ist also kein Reißverschluss, der mehr kaputt gehen kann und dafür sorgt, dass man viel Rennerei hat. Und man kann schnell austauschen. Genau, man kann es ja austauschen. Hey, aber guck mal, schon ziemlich gleichmäßig dafür, dass ich das erste Mal gemacht habe. Also jetzt nicht denken, das ist mein Stiefel, aber wir haben jetzt einmal ein Probemodell, weil die Fußgröße passt bei mir. Hier ist er aber zu weit, aber das fällt bei dem harten Schaft gar nicht so auf, aber dass ihr das einmal sehen könnt und dass ich das einmal testen kann. Aber ich könnte ihn auch anlassen. Das ist ganz bequem. Das war wirklich das Feedback der Kunden, dass die Stiefel sehr schnell sehr bequem sind. Und auch zum Springreiten wird der Stiefel tatsächlich gern genutzt, obwohl der diese hohe Ferse hat. Der hat halt wirklich viel Festigkeit im Fesselbereich und im Fuß, dass man hier viel Halt findet. Und damit ist es halt auch beim Springreiten sehr angenehm. Seitdem man möchte wirklich sehr viel Platz in dem Bereich haben, dann ist es jetzt vielleicht nicht so. Könnte man sich zwar durch die Schnürung ein bisschen einstellen, aber ansonsten wirklich ein vielseitig einsetzbares Modell. Vor mir seht ihr jetzt die magische Messbank und Leica, die will wahrscheinlich auch Stiefel haben. Und wir kommen jetzt gleich mal zum Vermessen meiner Füße und Waden. Aber vorher kommt jetzt bestimmt die Frage bei euch auf, wie ihr an die Stiefel kommt, wenn ihr jetzt nicht gerade hier im Raum Dresden wohnt. Das ist nämlich gar kein Problem. Normalerweise gibt es Stiefeltouren, die Doreen anbietet, wo sie dann in die Ställe kommt und da dann ja wie so eine Stiefelparty organisiert, wo man sich das alles selbst zusammenbauen kann, selbst zusammenstellen kann. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig in Zeiten der Coronavirus-Krise. Aber sie hat dafür eine gute Lösung, hat das jetzt nicht nur jetzt gerade aktuell, sondern auch schon öfter in der Vergangenheit probiert mit Videochat. Also mit online oder nur telefonieren wird es schwierig, weil man sich beim Messen ja wirklich sicher sein muss, dass alles richtig gemessen ist. Aber mit Videochat hat sie das jetzt schon so 30, 40 Mal probiert und die Stiefel haben auch danach sehr gut gepasst. Also müsst ihr euch da keine Gedanken machen, weil sie da eben auch kontrollieren kann, ob korrekt gemessen wird. Und ja, also falls ihr da Interesse habt, ich werde euch das alles in der Infobox nochmal verlinken. Da könnt ihr vorbeischauen und euch dann mit Doreen in Kontakt setzen. Und jetzt steige ich mal hier hoch und werde vermessen.
Also wir messen an verschiedenen Punkten das Bein aus, um die Wade bestmöglichst nachzubilden. Sollten Ungleichmäßigkeiten auftauchen, sprechen wir das mit den Kunden ab, ob jemand schon mal aufgefallen ist, dass die Maße ein bisschen unterschiedlich sind von links auf rechts. Die meisten merken das, dass da eine Stiefel besser oder schlechter zugeht. Kann ja auch manchmal sein, dass irgendwie eine aktuelle Verletzung eine Rolle spielt. Da versuchen wir halt alles abzufragen und auszuschließen, dass das dann halt auch wirklich genauso passt, wie man sich das im Ganzen vorstellt. Wenn so ein Stiefel neu ist, soll der sehr eng sein, weil man immer bedenken muss, das Leder gibt noch ein bisschen nach. Jetzt messen wir hier die Ferse. Weiter geht es mit dem Spann. Das ist ganz wichtig. Danach wird der Eintritt beim Stiefel auch berechnet, wenn der mit Reißverschluss sein sollte. Und halt hier auch bei der Schnürung, dass der dann halt auch in den Bereichen schön eng ist. Als letztes messen wir die Höhe. Dann schauen wir, dass wir das Maß unter der Kniescheibe einmal nach hinten projizieren und dann nach unten messen. Das Maß entscheidet jeder Kunde selber mit. Bitte mal ein bisschen in die Knie gehen. So könnte es sein, wenn es neu ist, setzt sich noch ein Stückchen, wäre das okay? Ja, also bei uns, bei meinem ersten Stiefel war es so, dass wir das ein bisschen kürzer gemacht haben, dass es eben gerade fürs Springen, wenn ich jetzt hier mehr in die Knie gehe, hier jetzt keine zu harten Stellen entstehen, aber wir haben jetzt gesagt, wir machen ihn ein bisschen höher als den vorherigen. Genau, ich halte es mal anders. Eben nicht setzt. Stell dich nochmal gerade hin, ich halte es mal an der Seite an. Wenn wir die jetzt so machen, wäre der anfangs hinten hier. Das Maß wäre jetzt ohne Bogen und ohne Absatz und vorne an der Kniescheibe hier. Das heißt, so ein bisschen auf der Kniescheibe, wenn er sich setzt, dass er sonst am Unterkante der Kniescheibe sitzt. Jetzt haben wir euch viel vorgestellt, viel gezeigt. Ich bin vermessen. Und jetzt habe ich die Qual der Wahl und die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Ich habe mich in den letzten Wochen schon die ganze Zeit durch Bilder durchgesucht und bin eigentlich hin und her gerissen, ob es ein dunkelbrauner oder ein dunkelblauer werden soll. Aber ich habe mir gedacht, dunkelbraun ist trotzdem nochmal flexibler, so zu kombinieren. Also ich bin ja jetzt nicht die, die immer mit perfekten Outfits rumläuft, aber wenn man dann mal was schön präsentieren möchte, ist Braun wahrscheinlich nochmal flexibler einzusetzen. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dunkelbraun zu wählen. Und Alex kann ja mal ein bisschen rankommen. Was hatten wir jetzt? Dieses dunkelbraun oder dieses beiden standen. Genau. Mal. Also zwischen den beiden war jetzt so die Wahl zu treffen. Ich lege euch das mal kurz auf einen schwarzen Stiefel drauf, dass man einen Vergleich hat. Also das ist wirklich schon sehr, sehr dunkelbraun. Da ist schon fast gar kein Unterschied zum schwarzen. Und das ist ja dann schon heller. Und deswegen werde ich das Braun als Grundfarbe nehmen. Und eben auch Glattleder und kein Wildleder. Was aber, denke ich, schon jedem klar geworden ist jetzt in dem Video, es wird auf jeden Fall ein geschnürter Stiefel diesmal, dass wir was Besonderes haben. Und das finde ich eben auch cool. Man kann mit verschiedenen Schnürsenkelfarben ja schon den kompletten Look ändern. Das ist ja auch nochmal cool. Da kann man Sachen anpassen. Ja, also ich habe mich jetzt für die Grundfarbe dieses Braun entschieden. Und ich will es natürlich wieder klassisch halten. Also ich werde jetzt nicht... Also man kann ja hier zum Beispiel die ganze Fußspitze noch detailliert machen, aber das will ich nicht. Ich will es trotzdem so klassisch wie möglich halten und eigentlich... Ja, ich denke, dass ich auch so die Lacknähte so ein bisschen nehme. Oder nur schwarz. Die kann man auch nur schwarz machen, oder? Man könnte auch die Nähte schwarz machen, wenn man den Grundstiefel braun lässt. Geht auch. Ja. Kein Problem. Man kann auch normales schwarzes Leder nehmen, ohne Lack. Ja, wenn ich so, das wie das vielleicht möchte. Nehmen, oder nicht? Ach, es ist so schwierig, ich sag's euch. Ja, die große Frage, die ich jetzt aber noch habe, mache ich hier oben am Bogen irgendwas oder nicht? Das weiß ich nicht. Also, was würdest du denn so aus deiner Erfahrung raus, es kommt drauf, was würde dazu gut passen? Also, was halt zu diesem Braun gut passt, wäre zum Beispiel, wenn man so einen schmalen Streifen in diesem Kroko oben setzen würde, so als Zentimeterstreifen, dass man es eben nicht so breit absetzt wie bei diesem, sondern ein bisschen schmaler. Ja. Du bist jetzt auch nicht so groß, hast ein sehr schlankes Bein. Mag ich persönlich besser, wenn der Streifen hier oben nicht so breit abgesetzt ist. Oder auch das mit diesem Glitzerleder als schmalen Streifen oben und dann vielleicht nochmal so eine dünne Lackbiese oben drum, dass man davon halt so einen Zentimeter Streifen setzt und hier oben nochmal dünn mit Lack umnäht. Könnte man mit Lack schwarz machen. Wenn man die Sohle unten schwarz lässt,
macht man den Absatz in der Holzoptik, wie bei diesem Stiefel hier, würde ich das dann schon mit braunen Opum nehmen, mit braunem Lack oder mit normalem braunem Leder. Okay, ich glaube, da müssen wir uns jetzt noch mal etwas in Ruhe zusammen denken. Aber also das mit dem Zentimeter Glitzer fand ich jetzt auch ganz cool. Ja, ich werde mir das jetzt überlegen. Ihr werdet dann, wenn die Stiefel da sind, was ist ungefähr die Lieferzeit? Aktuell benötigen wir so 8 Wochen. Also dann ungefähr in 8 Wochen, je nachdem wann das Video rauskommt, vielleicht auch schon ein bisschen eher, werdet ihr dann sehen, für was ich mich entschieden habe. Dann werde ich euch die zeigen und dann würde ich sagen, hoffe ich, wir haben euch eigentlich alle Infos gegeben. Genau. Ich denke, da könnt ihr jetzt viel mit anfangen und könnt euch gerne bei Doreen melden. Und hier ist einfach super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit meinen. Wir werden jetzt, wie gesagt, nur ein bisschen höher setzen, dass sie sich nicht so setzen. Aber kann ja eigentlich schon gar nicht passieren, weil ich habe ja hier hinten den Reißverschluss und da habe ich dann dieses Fischbein genau, drin. Also genau. Kann das ja eigentlich schon gar nicht so passieren. Genau. Also sind wir da schon mal weiter. Ich habe was dazu gelernt, warum sich die Stiefel mehr setzen. Ich sollte da vielleicht auch mal so einen Stiefelspanner reinmachen. Aber ja, ich lege sie schon immer dahin. Ich stelle sie nie hin. Aber du warst damals schon sehr zurückhaltend in der Höhe. Ich hätte sie von Haus aus ein Stück höher gemacht. Du wolltest gar nicht so hoch, damit es nicht in der Kniekehle bleibt. Aber okay, habe ich jetzt wieder meinen Fehler gelernt. Genau, also das ist auch wirklich das Maß, was jeder Kunde so ein bisschen selber mitentscheiden muss. Das ist tatsächlich die Höhe. Jeder mag das anders. Ja. Manche hätten es gerne am besten übers Knie, was ich nicht empfehle. Dann kriegen die hier oben so quer einen Knick rein, wenn man es wirklich zu hoch dreht. Weil der Stiefel kann sich nur hier unten setzen. Ja. Übertreibt man das, dann ist der Druck so groß, dann wird hier unten der Knick wirklich deutlich größer, als er sonst auftreten würde. Und dann kriegen die meistens so einen Knick hier oben rein. Wenn man das einmal sieht, dann liegt das wirklich daran, dass der Stiefel einfach zu hoch ist. Aber deswegen sagen wir immer dazu, die Höhe ist ein bisschen Kundenwunsch. Wir können das empfehlen, wie wir es machen würden. Ja. Aber letztendlich muss das jeder so ein bisschen selber mitentscheiden. Gut, also dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich designe mir jetzt noch meinen braunen, geschnürten Dressur-, Spring-, Trainings-, Freizeitstiefel, wie auch immer, Rundum-Paket. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.